Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, Freunde. Ja, wir gehen mit zum neuen Track von Jay Gigo los. Ich habe die letzten beiden Songs und den letzten, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, die letzten beiden Songs habe ich mir nur so angehört, ja. Und ich habe sie irgendwie in meiner Playlist gehabt auf Spotify oder abends im Bett gehört, weil ich nicht mehr um 0 wach war, whatever. Und habe mir sie dann direkt angehört, ja. Von daher kein Reaction-Video dazu gewesen und ich hatte dann einfach keinen Bock aufzustehen und bis morgen zu warten oder so. Deswegen auch einige gefragt haben. Ich habe das Projekt von JGG, die 2020 Playlist, nicht aus den Augen verloren. Aber manchmal habe ich einfach Bock gehabt, mir selbst die anzuhören, Mann. Und dann, sorry, Leute. Ich bin auch keiner, der mich dann am nächsten Tag hinsetzt und so tut. Oh, jetzt hören wir mal den neuen Song rein, obwohl ich den gestern Abend schon gehört habe. So. Deswegen jetzt aber frisch rausgekommen, Freunde. Vor 10 Stunden und 15 Minuten. Nach deutscher Zeit. 1000. JGG 2020 Playlist Track Nummer 9, Alter. Bei diesem Playlist-Projekt von JGG merke ich immer, wie schnell diese Zeit von diesem Jahr an uns vorbeirast, Alter. 9 Monate. Also 8 Monate sind jetzt schon um. Holy fuck, Mann. Wo ist die Zeit geblieben? Was habe ich in diesem Jahr geschafft? Ah, gar nichts, Digga. Perfekt, Freunde. Wir hören rein. 1000 von JGG. Liegt im Original in der Beschreibung. Push das Ding nochmal ein bisschen. Ich muss meine Mikrofontasse ein bisschen nach vorne bewegen. Und let's go. Okay, warte erst einmal. Mixer Master bei Spoofy or Obvious Beatables Video von Creative Bakery, also von Kuchen TV gedreht worden, ja. Kuchen TV wahrscheinlich, oder? Herr Kuchen, Digga, lost. Schon 1000 Tode gestorben, doch ich. Da waren Depressionen und Sorgen auf meinem. Oh, hey, hey, hey. Hallöchen, Popöchen. Jay Gigolos, ganz kurz. Der, ich find's nice, auch jetzt schon bei diesem Song. Wir haben jetzt erst 10, 15 Sekunden reingehört. Aber wie geil es ist, dass er bei jedem Song oder sich allgemein in der 2020-Playlist so krass ausprobiert und einfach überall mal in jedes Genre, in jedes Untergenre von Rap mal so reinstochert. Mal so ein bisschen, ah, mal da gucken, ah, was haben wir hier Schönes. Digga, okay. Er spielt hier, glaube ich, in dem Song Fünf Effekte nur. Das hat sich sehr schon anders angehört. Okay, ich bin gespannt. Depressionen und Sorgen auf meinem Ängste an jedem Morgen, doch okay, kein Problem. Oh, auch das war schön, Mann. Damn. Ängste an jedem Morgen, doch okay, kein Problem. Guck mal, wie down ich mal war. Cash mach ich gerade in den Haufen im Schlaf. Was ich trotz tausender Laster so aus mir gemacht hab, geht glaube ich klar. Yes. Was ich trotz tausender Laster aus mir gemacht geht. Oh, Digga, ich bin so schlecht im Nacharbeiten. Was ich trotz tausender Laster aus mir gemacht hat, geht, glaube ich, klar. Was ich doch tausender Laster aus mir gemacht hat, geht trotzdem nicht klar. Yeah, ist alles gut, solange mein Business Erfolg hat, mach ich täglich Gas in Sturz wie eine Kassiererin, die stolpert, Digga, neu beginnt. Das liebe ich, diese stumpfen Vergleiche von ihm. Diese stumpfen Vergleiche, die man sich so gut, die zeichnen direkt so ein Bild im Kopf irgendwie. Schaut uns an Sido an dieser Stelle, aber das schafft der Jiggy immer so krass, finde ich, bei seinen Vergleichen direkt so ein Bild ins Kopf zu zaubern, ja. Nice, Alter. Ne Kassiererin, die stolpert, Digga, Neubeginn. Sonnenlicht, falsche Freunde sind mit dir und freuen sich. Aber wird es dunkel, dann erkennst du diese Hunde ja, weil ihre Augen auffällig am Leuchten sind. Oh, wartet mal ganz kurz, Digga, back up. Yeah, ist alles gut, solange mein Business Erfolg hat, mach ich täglich Gas in Sturz wie ne Kassiererin, die stolpert, Digga, Neubeginn. Sonnenlicht, falsche Freunde sind mit dir und freuen sich. Aber wird es dunkel, dann erkennst du diese Hunde ja, weil ihre Augen auffällig am Leuchten sind. Neubeginn, Sonnenlicht, falsche Freunde sind mit dir und bräunen sich, aber wird es dunkel, erkennst du die Augen der Hunde deutlich. So ungefähr, aber ey. Von der Message, von der Aussage her. Falsche Freunde sonnen sich mit dir, bräunen sich mit dir im Sonnenlicht, sind also für dich da, wenn es gut ist, wenn die Helligkeit da ist, wenn es läuft, sind alle, hey, Küsschen, Küsschen, ja. Aber wenn es dunkel wird, wenn die Nacht aufzieht, ja, und wenn du, wenn die schlechten Zeiten sind, wenn es dir mies geht, whatever, dann zeigen sich die ohne die falschen Freunde, weil die den abzischen und sagen, okay, ich kann, der bringt mir keinen Vorteil mehr, bei dem läuft gerade nicht, ich suche mal einen anderen, wo ich mich bräuen kann. Dann siehst du von den falschen Freunden, weil falsche Freunde bezeichnet man ja auch als Hunde, siehst du die Augen, weil Tieraugen, gerade auch von Hunden, Katzen, whatever, leuchten im Dunkeln.
Und dadurch erkennt er, wer in den schlechten Zeiten erkennt er, wer die wahren und wer die falschen Freunde sind. Damn, und das mit so einem Flow, den ich nicht erwartet habe von Gigi gemeint. Er probiert sich echt krass aus, diese schnellen Flows hier drin, auch diese teilweise diese Trap-Flows gefallen mir sehr gut, Alter. Das hätte ich halt nicht erwartet, weil der überrascht einen immer wieder, wenn man in so einen Song reinhört, ganz kurz, denkt man sich, okay, und dann überrascht er einen irgendwie direkt nach einer Minute. Heftig. Freunde sind mit dir und freuen sich. Aber wird es dunkel, dann erkennst du diese Hunde ja, weil ihre Augen auffällig am Leuchten sind. Holy shit. Alles gut, lass es raus, keine Kopfwicks. Das ist das, was ich meinte. Moves, shut down, so wie gar nix. Warte, was, ganz kurz? Kopfwicks. Falsche Moves, shut down, so wie gar nix. Alter, das kann ich akustisch nicht ganz verstehen, leider. Haben wir die Lyrics hier irgendwo, Bro? Perfekt, okay. Keine Kopfwicks. Kopfwicks. Keine Kopfhicks. Falsche Moves, shut him down, so wie. Ich habe auch Onyx verstanden, aber das. Er meinte ja nicht das Pokémon, das wird auch anders geschrieben. Shut him down, so wie Onyx. Was ist das? Onyx ist ein undurchsichtige bis schwach durchscheinende, zweifarbig schwarz-weiß geschichtete, fassierte. Kannst du auch normal dir das beenden? Varietät des. Kennt man das, Digga? Okay, also es geht um irgendwelche Steine, ja? Es geht um irgendwelche Steine, wie bei Walter White. Schlechter Vergleich meiner Geschichte. Falsche Moves, shut down, so wie Onyx. Schon tausend Tode gestorben, doch ich. Da waren Depressionen und Sorgen auf meinem Ängste an jedem Morgen, doch okay. Oh, musikalische schöne Hook, auch nochmal Shoutout an den Beat, sehr angenehmer Beat, passt auch ungewöhnlich für JJG. Hätte man mir vor 3 Wochen gesagt, ey, das ist der neue JJG-Beat, hätte ich gesagt, ja, wahrscheinlich, oder? Wobei, da war ich schon auf die Release-Playlist vorbereitet, aber sagen wir von einem Jahr, hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass das ein JJG-Beat ist, hätte ich gedacht, okay, sehr, sehr nice, aber ich finde auch die Hook sehr musikalisch und auch nochmal Props, wie er davon redet, aus seiner Vergangenheit, bei Depressionen und Ängste und so. Das ist, wie gesagt, nicht immer einfach, sich zu öffnen. Das ist deswegen nochmal extra Shoutouts daraus. Ängste an jedem Morgen, doch okay. Kein Problem. Auch dieser Stimmeinsatz von ihm, Mann. Drama, mein Weg war verdammt lang. Sag mal grad, wo soll ich anfangen? Da, wo ich krank in der Klapse lag, wo die Freaks selbst Mörder und die Junkies waren. Ey, ich bin so stolz irgendwie. Was heißt stolz? Ich bin nicht in der Position, stolz zu sein, aber es ist schön für mich zu sehen, wie er sich ausprobiert und dass es funktioniert. Das ist. Ey, ich schaue mir immer gerne seine Reactions an, auch dieses, die Sachen von Tuddle, die Tuddle zu ihm sagt und dieses Hin und Her, Reaction, 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 ne? Fühle ich sehr. Und da hat er ja auch so ein bisschen immer, ich glaube dadurch oder durch den Kontakt mit Tadel oder in der letzten Zeit allgemein, ich weiß nicht, woher es kam, hat Gigi irgendwie so ein bisschen irgendwoher die Intention genommen, sich mehr auszuprobieren, mehr verschiedene Sachen zu tryen und auch mal sowas zu machen, ja. Was er wahrscheinlich vor einem Jahr selbst nicht für möglich gehalten hätte, aber es funktioniert und es ist nice. Ich finde es so cool, dass er offen für sowas ist gerade. Anfang. Da, wo ich krank in der Klapse lag, wo die Freaks selbst Mörder und die Junkies waren. Koks, Samstagnacht, Lines auf Tasche wie Adidas. Nack, 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 wieder mal total verklatscht. Mir die Birne weggeballert, bis die Panik kam und dann. Tick, boom, Digga, Blackout, Blackout, Tick, boom, Digga, Headshot, Headshot, dreh durch. Ich glaube, ich bin ready für den zweiten Part, Leute. Holy shit, was ist das für ein Einstieg? Panik kam und dann. Tick, boom, Digga, Blackout, Blackout, Tick, boom, Digga, Headshot, Headshot, dreh durch. Wenn der Stress kommt, Blam, Blam und Ram, Ram, mach mein Cellphone, ist sehr. Missgunst, wenn es Cashflow. Beefhound, Digga, let's go. Ich brech dein Rückgrat und dein Backbone. Fuck, ich komme dir wieder vorbei, der Weg ab. Hell no. Oh, es kommt noch ein dritter Part vielleicht. Schon tausend Tode. Über den Part brauchen wir nicht reden, Freunde. Er hat einfach alles weggeflext. Einfach alles weggeflext. Alles weggeflext. Damn. Ich seh's, ich seh's. TJ Beastboy feat. J. Gigolus. Gestorben, doch ich. Da waren Depressionen und Sorgen auf meinem Weg. An jedem Morgen, doch okay. Kein Problem. Oh nein, es kommt kein Part mehr. Es kommt nur noch Promo. Holy fuck.
Holy fuck, war das gut, Digga. Gerade der zweite Part. Der zweite Part war kurz aufgestanden. Heute wieder flexen. Gar kein Bock, Digga. Ey. Sehr, sehr strong. Highlight-Zeile war für mich auf jeden Fall die mit den falschen Freunden und den Hunden und dem Sonnenlicht. Ich krieg sie in meinem Leben nicht mehr zusammengepuzzelt, aber die Zeile hat echt geflasht. Die war krank. Damn. Und ansonsten die Flow-Variation hier drin. Die Trap-Flows. Der heftige Beat, Digga. Und das Weggeflexe einfach, das pure Weggeflexe vom zweiten Part. Das ist das, was ich meinte, man weiß nie, was einen erwartet. Und ich finde es so schön, dass er offen für so viel Neues ist, ja. Ich bin auch offen für alles, Freunde. Und Gigi und ich sind auch gemeinsam offen für alles, habe ich gehört. Damn, nice, Alter. Das hat mir echt gut gefallen. Das war einfach angenehm. Angenehm zum Zuhören und es ist einfach schön zu sehen, wie er aufgeht und wie er sich einfach gerade austobt. Einfach austobt. Er ist wie so, er ist im Spieleparadies gerade. Ich habe auch schon einen Anruf bekommen, er möchte abgeholt werden. Aber er ist gerade auf der Hüpfburg und probiert einfach alles aus, Freunde. Er hüpft einfach mal rum. Er hüpft einfach ein bisschen überall rum. Das finde ich schön. Er tobt sich einfach ein bisschen aus und das ist gut so. Das ist einfach für mich gerade das Beste, was passieren kann. Das ist so ein Vorbild irgendwie, dass man nicht immer dasselbe Schema A machen muss, sondern einfach mal alles ausprobieren muss, worauf man gerade Bock hat und wo man denkt, ey, das könnte funktionieren, ich mach's einfach mal. Einfach so Freigeist, das brauchen wir mehr an der Musik, gerade zur heutigen Zeit irgendwie. Geil, Freunde, lasst mal eure Meinung gerne dazu in den Kommentaren da. Ansonsten würde ich sagen, mit meinem Mund zu euch, ja. Schreibt mal auch mal zu den, hab ich gerade schon gesagt, oder? Schreibt mal so in die Kommentare, ich lese die Kommentare durch. Dann würde ich sagen, sie ist ein weiteres wunderbares Video von Let Fresh, so wie immer. Und